Nun, ich möchte, dass du beobachtest. Passiert es einmal in 3 Monaten? Passiert es einmal in 9 Monaten? Es ist so unheimlich, dass sogar physische Situationen auf genau dieselbe Weise ablaufen. Je nachdem, wie unbewusst du bist, wie destabilisiert du bist, wirst du für solche Zyklen verfügbar. Der spirituelle Prozess sagt dir, wie man sich von diesen Zyklen befreien kann. Das gleiche Muster an Ereignissen passiert immer wieder über einen gewissen Zeitraum. Die gleiche Art von Emotionen und die Situationen, in denen wir uns befinden, sind dieselben. Wie kann man aus diesem Muster im Leben herauskommen? Es ist gut, dass du wenigstens bemerkst, dass die gleichen Muster passieren und sich wiederholen. Die meisten Menschen sehen nicht einmal das. Sie wiederholen immer wieder dieselben Zyklen in verschiedenen Szenarien und denken, sie seien in Ordnung. Es ist gut, dass du es wenigstens bemerkst. Die Szenerie mag sich ändern. Die Szenerie des Lebens wird sich sowieso ändern. Das letzte Mal, als dir irgendein Mist passiert ist, warst du in der Schule. Das nächste Mal, als es dir passierte, warst du auf dem College, also war die Szenerie anders. Das nächste Mal, als es dir passierte, hattest du einen Job. Das nächste Mal, als es dir passierte, warst du verheiratet. Aber die gleichen Dinge passieren, wenn du dein Leben genau beobachtest. Angenommen, du fährst vom Isha Yoga Center nach Coimbatore und du siehst draußen Semedu. Weißt du, dass es Semedu gibt? Nein, Semedu. Irutupalam, das ist ein schöner Name. Irutupalam bedeutet dunkler Graben. Du warst also auf dem Weg nach Coimbatore, kamst nach Irutupalam, hast dich umgesehen und bist vorbeigefahren. Jetzt besteht keine Gefahr mehr, sie haben eine Brücke gebaut. Es gab eine Zeit, da musstest du durch, du weißt schon, durch gefährliche Gewässer. Und du fährst fröhlich Richtung Coimbatore und wieder kam Irutupalam. Oh, schon wieder Irutupalam. Schon gut, Pech gehabt. Und wieder fährst du weiter. Nach einiger Zeit kommt wieder Irutupalam. Ach, irgendwas. Du weißt schon, der Zufall. Wieder kam Irutupalam. Du musst wissen, dass du in Irutu bist. Wenn 4-mal dieselbe Stadt auf dem Weg nach Coimbatore kommt, bedeutet das, dass du im Kreis fährst. Das bedeutet, dass du nirgendwo hinkommst, ist es nicht so? Wenn man das menschliche Leben nur als Körper betrachtet, ja. Der Körper kommt irgendwo hin, wir wissen, wohin er kommt. Weißt du, wohin dein Körper kommt? Wo geht dein Körper hin? Ins Grab. Ob es Vollmond ist oder kein Mond, ob es Nacht oder Tag ist, der Körper geht. Sieh mal 10 Sekunden näher am Grab, 20 Sekunden jetzt. Während ich spreche, kommst du dem Grab physisch näher. Das ist alles, was passiert. Wenn du hier als physisches Wesen existierst, ist das alles, was passiert. Und wenn du hier nur als physisches Wesen existierst, wirst du langsam sehen, dass das Leben ein Spiel ist. Dann wird es zum Vergnügen, dann wird es zu so vielen Dingen, dann schmerzt jedes Gelenk und dann bekommt man Angst, weil es auf das Ende zugeht. Im physischen Leben ist das die Entwicklung. Du musst es nicht durchmachen. Du hast genug Intelligenz, um hier zu sitzen und es zu erkennen. Aber unser Glück ist, dass wir nicht nur physisch sind, wir haben noch andere Dimensionen in uns. Was deinen mentalen Status betrifft, so kann er entweder weiter wachsen oder sich im Kreis drehen. Was euren emotionalen Status angeht, so kann er entweder weiter wachsen oder in Kreisen verlaufen. Andere Dimensionen sind dir vielleicht noch nicht bewusst, aber auch dort kannst du dich in Zyklen bewegen oder du kannst wohin gehen. Wenn du jetzt sagst, ich merke, dass mein Leben in Zyklen verläuft, dann sprichst du im Wesentlichen über die Situationen um dich herum. Mehr noch sprichst du über deinen eigenen mentalen und emotionalen Zustand, der dieselben Zyklen durchläuft. Some of the ladies.
Einige der Damen, bei allem Respekt sage ich das, einige der Damen beobachten dies vielleicht besser als die Männer, weil ihre mentalen und emotionalen Zyklen kürzer sind. Jeden Monat zu einer bestimmten Zeit des Monats gehen zumindest viele von ihnen durch ein bestimmtes Maß an mentalen und emotionalen Zuständen, die sich wiederholen. Weil sich das jeden Monat wiederholt, wissen sie ganz genau, dass es deswegen passiert. Aufgrund einer bestimmten physiologischen Situation entsteht eine bestimmte psychologische Situation, die sie deutlich wahrnehmen können. Aber leider hast du keine Menstruationszyklen. Ich sage leider, denn wenn es eine so starke Erinnerung gäbe, würdest du sie nicht übersehen. Weil eure Zyklen von anderer Art sind, kannst du die Augen davor verschließen. Du kannst auf dieselbe Weise durchs Leben gehen, ohne es zu bemerken. Frauen sind gesegnet, weil sie es nicht übersehen können. Sie können es wahrnehmen, dass dies mit ihnen geschieht. Männer müssen viel bewusster sein, sie müssen viel mehr daran arbeiten, denn sonst denkt man, dass man irgendwo hingeht, aber jedes Mal geht man nach Irutupalam, Irutupalam, Irutupalam und denkt, man geht irgendwo hin. Physiologisch gesehen gibt es eine starke Erinnerung im weiblichen Körper. Die starke Erinnerung, die im weiblichen Körper vorhanden ist, ist kein Fluch, sondern ein Segen, wenn man ihn zu nutzen weiß. Denn jede unbeständige Situation, jede destabilisierte Situation ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit zur Veränderung. Wenn es einen festen Prozess gibt, kann man die Dinge nicht so leicht ändern. Wenn das System periodisch destabilisiert wird, besteht eine große Möglichkeit zur Veränderung. Aber wie auch immer, wenn man Zyklen durchläuft, alles in diesem System ist zyklisch, nicht wahr? Die Erde bewegt sich in Zyklen, der Mond bewegt sich in Zyklen, alles ist zyklisch. Wenn du nicht mit einem gewissen Grad an Bewusstheit und Entschlossenheit aufstehst und das Gefühl, irgendwohin zu gelangen hast, wirst du natürlicherweise ein Teil der Zyklen. Es gibt verschiedene Arten an auftretenden Zyklen. Der längste Zyklus, der hier stattfindet, dauert 144 Jahre. Einmal in 144 Jahren geschehen bestimmte Dinge im Sonnensystem, für die wir alle 144 Jahre haben wir eine Kumbh Mela. Wir hatten das Glück, dass wir das zu unseren Lebzeiten miterleben durften. Der nächste Zyklus dauert 12¼ Jahre, den wir alle wahrnehmen. Die anderen sind viel kürzer. Es gibt 3-Jahreszyklen, es gibt 8-Monatszyklen, 16-Monatszyklen, es gibt andere Arten von Zyklen, all diese Zyklen. Je nachdem, wie unbewusst du bist, wie destabilisiert du bist, wie unkonzentriert du bist, wirst du für solche Zyklen zugänglich. Wenn du völlig zerstreut bist, wirst du für den kleinsten Zyklus zugänglich. Wenn du ein wenig fokussiert bist, wirst du für längere Zyklen zugänglich. Aber jeder ist diesen Zyklen unterworfen. Diese Zyklen können Unfreiheit bedeuten, oder sie können auch Transzendenz bedeuten, dass man von einem Lebenszyklus zum anderen transzendiert oder dass man denselben Zyklus wiederholt. Das hängt davon ab, wer man ist. Wenn so viele Menschen, der Unterschied zwischen Astrologie und Spiritualität ist genau das. Dies ist ein unpopuläres Thema, das ich hier aufgreife. Die Astrologie versucht dir zu sagen, wie diese Zyklen dich binden. Der spirituelle Prozess sagt dir, wie man sich von diesen Zyklen befreien kann. Wir leugnen die Zyklen nicht. Es wäre dumm, die Zyklen zu leugnen. Die Zyklen sind definitiv da. Aber wir schauen uns die Möglichkeiten an, wie man sich von diesen Zyklen lösen kann. Wenn du nach den Zyklen lebst und dir der Zyklus bewusst ist, wird dein Leben einen gewissen Gleichmut, ein gewisses Maß an Erfolg, ein gewisses Maß an Wohlbefinden und ein gewisses Maß an Wohlstand haben. Wenn du den Kreislauf durchbrichst, wenn du ständig danach suchst, wie du dich aus dem Kreislauf befreien kannst, dann suchst du nach deiner Befreiung. Suchst du nur nach Wohlbefinden oder suchst du nach Befreiung? Das ist die Frage. Entsprechend musst du leben.
Wenn also dein Leben gerade in Zyklen verläuft, in Wiederholungen, wenn du immer wieder nach Irutupalam kommst, dann verstehst du, dass du auf diese Weise nirgendwo ankommen wirst. Es ist an der Zeit, das Muster zu ändern. Nun, ich möchte, dass du beobachtest. Passiert es jeden Monat? Ich bin sicher, für euch ist es nicht monatlich. Passiert es einmal in 3 Monaten? Passiert es einmal in 9 Monaten? Passiert es einmal in 16 bis 18 Monaten? Passiert es einmal in 3 bis 3¼ Jahren? Passiert es einmal in 12 Jahren? Ich möchte, dass du das bemerkst. Fang jetzt nicht an, dir alles Mögliche einzubilden, aber es geschieht. Verstehst du das? Es geschieht einfach. Ob du in der Lage bist, es zu bemerken oder nicht, es geschieht. Es geschieht nicht nur mit deinen mentalen und emotionalen Situationen. Wenn du dir dessen bewusst bist, werden sich sogar physische Situationen um dich herum wiederholen. Es ist so unheimlich. Es ist so unheimlich, dass sogar physische Situationen auf genau dieselbe Weise ablaufen. Wenn es sich alle 3 Monate manifestiert, können wir es auf 9 Monate verschieben. Wenn es sich alle 9 Monate manifestiert, können wir es auf 18 Monate verschieben. Alle 18 Monate können wir es auf 3 Jahre verschieben. Wir können es auf 12 Jahre verschieben. Oder wir können es auf 144 Jahre verschieben. Oder vor allem, anstatt zu versuchen, diesen Zyklus auszuweichen, können wir diese Zyklen reiten. Ich bin meine Zyklen geritten. Jedes Mal, wenn es soweit ist, verändert sich mein Leben. Und es wird sich in den nächsten 4 bis 6 Monaten dramatisch verändern.